Ja, ich bin der Paul selber, bin DFB-Stützpunkt-Trainer in Köln und mit einigen DFB-Stützpunkt-Kollegen auch schon in Verbindung gewesen. Und die haben alle ein ASS-Fahrzeug, größtenteils, also drei Viertel der Kollegen, und haben mir die Empfehlung gegeben, mal das ebenfalls über ASS zu machen, da ich vorher ein Leasingfahrzeug hatte. Und das Leasingfahrzeug, ja, hat alles funktioniert, war aber relativ umständlich mit Kosten. Man hatte keine Kostensicherheit, man wusste nicht, was die tatsächlichen Kosten sind. Daher war das auch bei der Rückabwicklung des Fahrzeugs ein bisschen aufwendig. Und über ASS war halt die Information, dass alles sehr einfach, sehr unkompliziert ist. Und das wollte ich dann auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, auch auf Grundlage der Empfehlungen der Trainer. Und habe das natürlich auch gemacht im letzten Jahr. Und in diesem Jahr, Mitte März, habe ich dann Opel Corsa bekommen. Den habe ich auch einen Monat ungefähr gefahren und leider ist mir dann einer in die Seite gefahren, sodass der Wagen verunfallt ist. Und nach dem Gutachten hat sich herausgestellt, ja, der Wagen wird leider nicht mehr repariert, sondern direkt veräußert. Und dann stand ich natürlich ein bisschen da. Wie läuft es weiter? Wie geht es weiter? Habe mich an ASS gewendet und die haben mir dann direkt geholfen selber bei der Schadensabwicklung. Kontakt zu Rechtsanwälten, die sich darum kümmern. Direkt ein Mietfahrzeug gestellt, der mir vor die Tür gestellt wurde und den ich dann fahren konnte. Ja, und das lief eigentlich ziemlich zügig und unkompliziert alles. Ziemlich schnell, innerhalb von einem Tag war klar, wie es mit dem Wagen war. Eine Woche gewartet, bis die Rückabwicklung mit dem verunfallten Wagen geklärt wurde. Und dann hieß es, okay, ich muss mir einen neuen Wagen bestellen, weil Opel Corsa kriege ich nicht mehr. Und auf der kurzfristigen Liste mal geschaut, was verfügbar war bei den Angeboten. Und habe mir dann den Kia, ist mir dann ins Auge gefallen. Und hat mich direkt angesprochen, hatte bestellt und keine 10 Tage später stehe ich hier und kann den Wagen abholen. Also fand ich das alles sehr gut.